Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge F1 2020. Mein Team hier bei Heisenberg zockt. So, es geht nach Bahrain. Über Australien legen wir den Mantel des Schweigens, weil das war von vorne bis hinten gar nichts. Das Wetter war nichts und das hatte dann wieder zur Folge, dass auch Heisi nichts mehr war. wir wurden eigentlich letzter. Zwei sind glaube ich noch ausgeschieden und deswegen waren wir nicht ganz zu hinterst, aber eigentlich waren wir doch zu hinterst. Wie gesagt, Mantel des Schweigens. Es kann nur besser werden und das stimmt in dem Fall auch, weil also schlechter als letzter wird schwierig. Das geht nicht wirklich. So, wir haben 23 Millionen. Okay, und nochmal Sponsoring machen. Ich möchte die verwalten oder erneuern? Ich möchte die eigentlich erneuern. Nee, ich wollte sie verwalten. Ach, echt jetzt? man müsste ein bisschen mehr überlegen. Nicht einfach machen. Ja, na, ist ja egal. Dann nehmen wir die gleichen, die wir hatten. Wobei, ich bin eben fast der Überzeugung, mittlerweile hätten wir wahrscheinlich ein paar bessere Angebote noch bekommen. Was ist denn hier? Boni für Sekundärsätze können an jedem Rohr verdient werden. Aha, okay. Haben wir aber nicht. Naja, gut. Dann halt nicht. Wir haben noch Folgendes. Fahrzeug okay. Fehbaum. Okay, für den letzten Platz kriegt man keine Punkte. Das wundert mich jetzt auch nicht wirklich. Und hier noch was machen wird halt schwierig, weil die Sachen, die kosten übel Geld. Vielleicht hier 15. Beziehungsweise 10, da können wir nichts machen. 6 Millionen, das könnte man noch investieren. Das wäre dann wieder für den zweiten Fahrer. Ein Analysezentrum. Ja, machen wir mal. Zack, dann haben wir noch 18. Das reicht auch, zumindest für den Moment. Gut, dann können wir hier eigentlich ins nächste Wochenende düsen. Ja, können wir. Bahrain steht an, wie gesagt. Ist, glaube ich, eine Strecke, die ich mag und die mir liegt. Wobei, ich muss erst fahren, bevor ich das dann definitiv sagen kann. Ja, ein, zwei Runden im Training. Und dann weiß ich dann schon wieder, welche das ist. Ist auch ein Nachtrennen, das weiß ich. Ja, das müsste die sein, welche dann dort. Und dann, ja, ich weiß, glaube ich, welche das ist. Die mit der üblen Kurve. Ja, genau. Mit dieser, die, wo so runter geht, wo ich dauernd blockierende Räder habe. Das ist die. Gut, Nachrichten. Ich habe das Wetter vergessen. Ist aber okay, es ist trocken. Auf Bahrain kann man sich noch verlassen. Das finde ich sehr schön. Es ist eigentlich immer okay, das Wetter. Auch hier, wenn man guckt. Training etc. Ja gut. Ich würde sagen, wir gehen in der Nacht rein, weil das ist das Äquivalent zum Rennen und zum Qualify. Das passt eigentlich am besten. Jetzt muss aber, glaube ich, zuerst das erste Training simuliert werden. Also das heißt, es rechnet ein Momentchen, oder nicht? Oder kommen wir nochmal zurück zum Auswahlfenster? Das kann natürlich auch sein. Wir sehen es gleich. Vielleicht kommt auch die Frau mit den Interviews. Wer weiß. Nein, eben, wir kommen hier nochmal rein. Haben dann nochmal Nachrichten. Teilnahme. Ja, okay. Gut, gehen wir wieder zurück. Dann machen wir dieses hier. Und er hat jetzt gerade reklamiert, dass wir da irgendwie an den Sachen nicht teilgenommen haben. Das werden wir dieses Mal machen. Aber erst brauchen wir ein Setting für das Fahrzeug. Mal gucken. Haben wir was oder laden wir was? Wahrscheinlich haben wir für Bahrain eigentlich ein Setting. Na hier gucken. Sonst lade ich was. Brasilien, da, Bahrain. Das ist halt wieder Zeitfahren. Das gefällt mir nicht. Das soll ich trotzdem nehmen. Ich... Widme dich bei Gelegenheit mal einigen unserer Trainingsprogramme. Du musst sie nicht alle in einem... Achso, jetzt habe ich ihn unterbrochen. Ja, ich muss sie nicht alle in einem Dingens machen. Wir gucken mal nach Arni-Setting. So, die letzten zwei, drei, da hatte ich Mühe mit, das habe ich aber auch erklärt. Er fährt ganz anders, das ist fast klar, dass das für mich dann nicht genau passen kann. Aber wir hatten auch schon Settings von Arni, die waren schlicht und einfach sensationell gut, muss ich eben auch sagen. Deswegen... Da, deswegen schauen wir nochmal schnell. So, abonnieren. Jawohl, hat geklappt. Zack. Escape. Und laden den Spaß. Und dann gucken wir mal, was er so hat. Und dann machen wir eine Proberunde. Ja, ganz rauf. Jawohl, Bahrain, Arni trocken. Sehr gut. Karriere, Spielmodus, das passt auch. Dann wollen wir doch mal schnell schauen. Aerodynamik. 4,6. Ja, den Rest... Betrachte ich jetzt mal nicht. Ich würde sagen, das passt schon. Der hat sich schon was überlegt dabei. Wenn du während deines etwas Spezielles wissen oder Änderungen am Auto vornehmen möchtest, kannst du mir das über Funk mitteilen. Jo, mache ich. Aktiviere das System durch Drücken und Halten der Funktaste. Schnell ins Training rein.
oder ihn manuell am Funkbildschirm auf der Multifunk... Ja, ich wusste, dass ihn das unterbricht, weil das erzählt er jedes Mal und das nimmt jeweils kein Ende. Ich möchte natürlich primär jetzt schon hier gucken, dass ich in die Strecke versuch, reinkomme. So viele Kurventore wie möglich zu schaffen. Ja. Je schneller du um eine Kurve fährst, desto höher die Punktzahl. So, einfach mal austesten auf der ersten Runde. Und schauen, ob das Setting passt. Wir werden es gleich wissen. Okay, das ist eine relativ fette Kurve. Stimmt, nach der langen Geraden, hier kommt das Teil. Jo. Ja, stimmt, da muss ich drauf achten, dass dort diese Kurve kommt. Das sage ich jedes Mal, wenn wir hier fahren, weil ich diese Kurve jedes Mal zu Beginn komplett falsch anfahre, beziehungsweise einfach zu spät bremse. Liegt aber gut, das Fahrzeug, also ich bin damit bis jetzt ziemlich zufrieden. Ja, und jetzt kommt hier die Kurve, die ich angesprochen habe. Hier bin ich, glaube ich, noch nie ohne blockierende Räder durchgekommen. Jetzt schon, aber jetzt bin ich sie auch langsamer gefahren. Also das kann man dann auch nicht 1:1 nehmen. Oder für 1:1. So, die zweite Runde mache ich dann schon mal ein bisschen schneller, wenn es geht. Muss ja auch immer funktionieren. Oh, hier die Curbs, die sind, glaube ich, brandgefährlich. Da muss ich aufpassen. Sind das die Curbs, die einem gleich rausballern? Ich glaube, ja. Aufpassen. Die nicht mitnutzen. So, hier geht es wieder in Richtung Startziel. Genau. Und jetzt dran denken. Zu hinterst scharf bremsen. Das sieht gut aus. Versuchen wir jetzt in den violetten Bereich zu kommen. Ja, scharf bremsen, weil... Jeff! So, weil das ist natürlich schon eine ganz krasse Kurve dafür, dass es dort vorher wirklich geradeaus geht. Ist aber auch eine nette Strecke, also mir gefällt sie. So, hier nochmal, da muss ich auch früher bremsen, sonst kriege ich hier auch ein Problem, man sieht's. Ist ja aber immer noch Training, also von daher, wir trainieren, wir gucken, was können wir machen, was können wir nicht machen. Hier zum Beispiel niemals so schnell rein. Und jetzt hier mit Tempo und trotzdem vielleicht. Ja, ein bisschen haben sie blockiert, aber gut, das Hauptziel ist jetzt natürlich auch nicht, dass wir durchkommen und dass die Räder blockieren, sondern dass wir schnell durchkommen. Das ist tatsächlich das Hauptziel. Ja, hier müsste man eigentlich viel schneller durchkommen. Mit voller Pulle geradezu. Das war jetzt besser, da bin ich nicht in die Curbs reingekommen auf der rechten Seite. Jo, passt. Also wir machen aber nochmal eine. Ich möchte noch eine, ja, ganz schnelle sozusagen machen. Wo wir auch ein bisschen Risiko fahren. So, und jetzt hier hinten wieder bremsen, Herr Eisenberg. Das müsste ich mir jetzt merken können, dass am Ende der Geraden... jetzt muss da einer noch rauskommen, im Ernst jetzt. Das war eigentlich schon wieder zu spät gebremst, aber so kann man es natürlich auch machen. Ist dann nicht gerade Reifen schon, aber es funktioniert. Volle Pulle rein, volle Bremsung geht auch, aber eben, das ist halt für die Reifen nicht unbedingt jetzt ideal. Habe ich, glaube ich, besser erwischt als beim letzten Mal. Da ist immer die Frage halt, ob das einfach nur ein Gefühl ist und... Man sieht das dann halt an den Zeiten. Aber eben, im Training ist es eigentlich auch relativ schnuppe. Auch das ist noch nicht ideal. Ja. Das ist überhaupt nicht ideal, stelle ich gerade fest. Okay. Ja, aber jetzt aufgrund dieses einen Drehers irgendwie, ich weiß auch nicht, das ganze Setting zu wechseln. Möchte ich eigentlich auch nicht, weil der Rest, wie gesagt, der hat sich eigentlich gut angefühlt. Was tun, sprach Zeus. Ja, okay, gleich beide Flügel ruiniert, das ist auch nicht schlecht. Dann würde ich sagen, wir können das eigentlich beenden. Das Training, weil hier kann ich sowieso nichts mehr rausholen. Ich kann in dem Sinn auch nicht mehr wirklich viel üben, weil das natürlich ohne Flügel sowieso ganz anders ist wie mit Flügeln. Es ist aber interessant, es fährt sich noch relativ gut. Vielleicht, weil beide Flügel kaputt sind, dann gleicht sich das irgendwie wieder aus. Nein, wahrscheinlich nicht.
So, einmal den hier. Escape, wir machen wieder, dass wir in die Garage gehen, damit er nicht eine Ehrenrunde dreht, der Kollege. Und dann werden wir uns Qualify düsen. Zack. Nein. Jetzt zack. Beende die Session. Dankeschön. Das dritte Training wieder simulieren. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick. Und dann zählt's ernst. Definitiv. So. Lad, lad. Na. Meine ich das nur, oder sind die Ladezeiten länger geworden? Die waren doch in der 19er-Version kürzer, oder bilde ich mir das nur ein? Man wird ja auch, je älter das man wird, desto ungeduldiger. Und das trifft auf mich tatsächlich auch zu. So, also, das müssen wir simulieren. Und dann kommen wir nämlich in Richtung Qualify. Jetzt ladet es wieder. Nein, jetzt lädt es wieder, Herr Heisenberg. Ladet ist fast schon wieder eher Schweizerdeutsch. So, gut, haben wir. Die Dame? Kommt die Dame? Die kam nach dem Training, glaube ich, auch schon mal. Oder nicht? Ja. La Madame? La Madame de Presse? Ne, da kommt niemand. Aber wir haben nochmal Neuigkeiten. Beziehungsweise Nachrichten, nicht Neuigkeiten. Ja, das ist nochmal das Gleiche. Das passt. Und das Wetter ist immer noch okay. Das passt auch. Ab ins Qualify. Mal gucken, wie das jetzt rauskommt mit diesem Setting. Ich muss bei der einen Kurve dort aufpassen. Die Kurve vor der ganz krassen Kurve. Wenn ich da zu früh Gas gebe, dann dreht es uns. Das haben wir festgestellt. Gut, wir machen natürlich nochmal kurz die Kontrolle. Moment. Nein, ich gehe zur Strecke. Ich möchte das hier und dann dieses hier. Ist immer noch 4,6. Okay, dann müsste das Setting geladen sein. Also, wir gehen zur Strecke. Und jetzt heißt es die Beam. So, eher hier und jetzt massiv bremsen. War nicht ideal, aber wir sind noch dabei, so wie es aussieht. Ja, ich habe es gemerkt, dass das nicht gepasst hat, aber wir, wie ich immer sage, wenn der uns überholt, wir sind nicht auf der Jagd nach der Pole, sondern nach einem guten Resultat hier, dass wir irgendwie nicht gerade zu hinter starten müssen. Ja, jetzt hat es mich aber doch zurückgeworfen. Der erste Teil, der war relativ gut, man hat es gesehen, er ist nicht an uns vorbeigekommen. Die 15, ja, das mag mir nicht gefallen. Das garantiert uns natürlich wieder ein interessantes Rennen, weil wir mittendrin stecken. Aber es ist nicht eine gute Ausgangslage, um hier Punkte zu kriegen. Ja, es ändert sich auch nichts mehr dran. Wir bleiben auf der 15. Ist eher enttäuschend, muss ich sagen. Aber es ist, wie es ist. Mal gucken, wo die Fries ist. Also irgendwie scheint mir diese Saison, die scheint ein bisschen knifflig zu sein, habe ich das Gefühl langsam. Wir sind alle bereit für das morgige Rennen, aber bevor es losgeht, werfen wir einen kurzen Blick. Eins hinter uns, Kollege de Vries, okay. Hamilton, Vettel und Alexander Albon. Jawohl. Also, ab ins Rennen. Rang 15, wie gesagt, wenigstens gibt das mit Sicherheit ein interessantes Rennen. Ganz einfach, weil da ist hinter uns was, da ist vor uns was und wir müssen natürlich gucken, dass es in diese Richtung geht, dass wir entsprechend Plätze gut machen. Das können wir am Start schon, wenn wir Glück haben. Und nachher ein bisschen mit Geduld, ja. Ich freue mich drauf. Ich finde die Strecke cool und ich finde die Ausgangslage jetzt einfach interessant. Ich meine, klar, wenn es jetzt besser... Ja, das war sehr viel Pech. Wenn es jetzt besser gelaufen wäre, wäre es besser gelaufen. Ist es aber nicht. Kann ich hier wieder? Dann müssen wir das halt so nehmen, wie wir es haben. Mama, Lager. Ja, ja, Lager kann man immer gebrauchen. Gut, ich möchte noch schnell gucken. Ja, ist noch in Ordnung. Das passt mit Kollege Auto. Dann würde ich sagen, ne, wir gehen rein. Wir würden eigentlich ganz gerne, zack, hier ins Rennen rein. Muss ich noch was ändern? Nein. KI lassen wir, die ist auf 83.
haben wir jetzt schon die ganze Zeit so und ich denke, das hat sich bewährt. Sie ist vielleicht ein Ticken zu hoch, wenn man jetzt die letzten Resultate anguckt, aber ja, ich könnte ja auch mal wieder ein bisschen besser fahren. Weil eigentlich war 83 zu Beginn immer gut von der Karriere. Ein weiteres fesselndes Rennen hier im Königreich Bahrain. In den vergangenen Jahren hat Ferrari hier auf dieser Strecke dominiert. Werden sie ihre Rekorde heute weiter ausbauen können? Nö, Racing Heisenberg greift jetzt ein. Ich hoffe zumindest. 4 Kilometer langen und wunderschönen Bahrain International Circuit mit seinen 15 Kurven gefahren. Achten Sie auf die oftmals blockierenden linken Vorderräder der Wagen auf dem Weg hinunter in die heikle Bremszone vor Kurve 10. Das ist genau die eine Kurve. Für den Grand Prix werde ich heute erneut von Stefan Römer unterstützt. Warum sprechen wir für den Einstieg nicht gleich mal über Valtteri Bottas? Der Sieg beim letzten Rennen war wirklich großartig. Ob Sie das an... Es ist Let's an der go. Zeit, einen Blick auf die Aufstellung... So, konzentrieren, volle Pulle. Heißt die Devise? Okay, es geht los. Ich weiß, wozu du fähig bist. Also lass mich heute nicht hängen. Nein, habe ich nicht vor. Rennen starten, Benzin, fette Mischung. Und jetzt gib ihm. Da, die bremsen immer. Immer der vor uns beim Start, der bremst kurz und dadurch kann ich immer ein paar Plätze... Wow! Okay, boah, ja, oh, ein Massencrash. Heiliges Radieschen. Und da habe ich noch eine Verwarnung gekriegt. Okay, wir sind auf der 17. Boah, das war jetzt aber ein Start, so hatten wir den auch noch nie. Okay. Ja, aber ich bin halt einfach gefahren. Gut, ich bin natürlich quer rüber und wahrscheinlich habe ich einen dann dort, ohne Flügel ist schlecht. Wahrscheinlich habe ich einem dort dann, ja, das Leben vermiest sozusagen. Also, komm nach dieser Runde rein. Ja, ich komme überhaupt nicht mehr um die Kurven rum. Okay, man sieht. Ja, Box, Box. Ei, was für ein Startcrash. Ich hoffe jetzt einfach, dass die KI auch an die Box muss. Also, da waren so viele Ja, ich komme halt wirklich nicht mehr um die Kurven. Da waren so viele Fahrzeuge involviert. Da müsste doch eigentlich der eine oder andere auch irgendwie ein Problem haben. In Sachen Flügeln. Oh, jetzt wird es interessant hier vorne, diese Kurven. Ganz, ganz sachte. Anders geht's nicht. Hier ist wieder gerade, da kann ich wieder ein bisschen beschleunigen. Ich glaube, die hinter uns, die haben auch Flügelprobleme, weil die kommen nicht hinterher. Und das, obwohl ich hier ja beim besten Willen überhaupt kein Tempo mehr habe. Eieiei, okay, das wird jetzt natürlich extrem schwer, hier noch unter die ersten 10 zu kommen. Aber eben, ich hoffe einfach darauf, dass wir hier noch andere haben, die irgendwie ein Problem haben. Jawohl, gebt mir gelbe. Dann fahre ich das Ding nämlich zu Ende. Da ist auch ein Auto. Also wir fahren nicht mehr an die Box. Aber das Problem ist halt alle, die jetzt keine Probleme... Oh, guck mal, wie viele da an der Box sind. Okay. Dann ist es eben doch realistisch. Ich wollte sagen... Nein, im Ernst jetzt... De Vries, echt. Oh. Madre mia. Ja gut, der hat halt auch irgendwie ein Problem gehabt. Eieiei. Was wollte ich jetzt sagen? Eben, das wird halt jetzt massiv schwierig hier. Irgendwie noch eine Klassierung hinzukriegen. Wir sind schon wieder irgendwie ganz hinten. Aber das können wir korrigieren. Ach so, was ich sagen wollte. Genau, die anderen, die an die Box noch müssen. Okay, bleib hinter der weißen Linie an der Chef. Ausfahrt. Wir kriegen eine Strafe für gefährliches Fahren, falls du auf die Strecke fährst. Ja, das weiß der Papa, das weiß er. Okay, was wollte ich sagen? Kann ich es jetzt vielleicht irgendwann beenden? Genau, dass die, die vor uns waren, wenn die nicht an die Box mussten, oder, ja, wenn sie nicht an die Box mussten, sie müssen ja irgendwann dann doch noch, um die Reifen zu wechseln, aber sie müssen keine Flügel wechseln. Das heißt, wir haben hier so oder so Zeit verloren. Und jetzt mal nicht hier groß labern, sondern den Kollegen hier vorne jagen. Ja, hier hat es mich gedreht. Habe ich doch schon. Ich habe es jetzt gerade ausgemacht, die Überholtaste, Jeff. Was hast du denn dort für Anzeigen? So, jetzt wieder rein. Oh, der haut ja ab, das gibt's ja nicht. Warum ist denn der so viel schneller? Sag mal. Der ist ja auch irgendwie auf Rang 20 oder sowas. Der kann doch nicht irgendwie dermaßen schnell sein. Ah,
jetzt geht's ERS wieder nicht. Hey, war das ein Crash am Start? Sowas hatte ich jetzt auch noch nie. Aber das kann es halt mal geben. Und jetzt hat es halt tatsächlich hier in Bach reingegeben. So, ich muss da hinterherkommen. 1,5. Das DRS wird in dieser Runde aktiviert. Du kannst es nutzen, wenn du höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir in der DRS-Zone bist. Okay, ich weiß. Trotzdem natürlich danke für den Hinweis. 1,4, 1,3. Okay, wir kommen wieder ein bisschen ran. Ich habe irgendwie vorher massiv Zeit verloren auf ihn hier.